Stell dir vor, du könntest alle deine Wünsche und alle deine Ziele so verwirklichen. Mit einem Hauch und zack wären sie schon da. Wie wäre das für dich? Ich denke, jeder hat große Wünsche und große Ziele. Und das ist auch richtig so. Denn jeder sollte auch wirklich ein Ziel haben, eine Vision haben, wonach man strebt, was man auch bekommen möchte, was man auch erreichen möchte. Und das ist auch ganz normal. Jetzt denkst du bitte an deinem Ziel, was du wirklich dir gerne verwirklichen wolltest. Oft hast du auch Zweifel, ne? Ob das auch dir zusteht, ob du das auch irgendwann erreichen wirst. Ja? Vielleicht auch hast du auch Wünsche von einem luxuriösen Urlaub. Vielleicht denkst du auch an jetzt wirklich ein tolles Auto, ein schickes Haus oder all das, was du dir bis jetzt noch nicht erfüllen konntest. Denkst du daran? Und oft stehen uns dann oder dir auch Zweifel im Wege. Und es fühlt sich wirklich so an, als ob du so Hindernisse hättest, was du überhaupt nicht überwinden kannst. Oder du würdest etwas übersehen und das frustriert dich total. Also es fehlt dir manchmal aber auch wirklich an Selbstbewusstsein, dass du für deine Ziele gerade stehst, dass du dich dazu bekennst, dass du wirklich deinen wahren Selbstwert auch lebst und auch dieses Selbstbewusstsein zeigst. Vielleicht, weil du auch keine Selbstliebe in dir hast. Vielleicht fehlt dir auch wirklich an der Selbstliebe, weil du hast keine Liebe erfahren. Könnte jetzt auch der Fall sein. Und das, du bist frustriert. Du bist frustriert und du weißt aber, also wirklich in dir still, dass da viel mehr in dir steckt, als es scheint so im Außen. Vielleicht orientierst du dich auch zu sehr an deinem äußeren Umgebung, vielleicht auch an den Menschen, an jetzt an aktuellen Trends. Da sagst du, ach, ich bin dafür nicht gut genug, ich schaffe das nicht, wenn ich all diese andere Menschen sehe, die viel besser sind, viel schöner sind, viel selbstbewusster, viel stärker, viel klüger und so weiter. Dir fehlt an Selbstliebe, an Selbstbewusstsein, an Selbstwert, an Stärke. Und was wäre, wenn ich dir sagen würde, du kannst es lernen. Du kannst das in dir entfalten, dein Selbstbewusstsein stärken und dadurch auch mehr Sichtbarkeit und Präsenz erlangen. Ja, du hast richtig gehört. In meinem VIP-Coaching-Programm hole ich diesen Diamant aus dir heraus, was in dir sich versteckt hält, unten in deinem Unterbewusstsein. Denn in jedem steckt ein Diamant, auch in dir. Ja, genau, ein Rohdiamant, was den nötigen Feinschliff benötigt. Ja, auch du kannst das erreichen. Den nötigen Feinschliff bekommst du von mir. Und das nachhaltig, damit du deinen wahren Glanz so richtig entfalten kannst, dass du deine Mitmenschen richtig begeistern kannst und du wirst lernen, wie du deine Träume selbstbewusst verfolgst und dass du dir das Leben erschaffst, was du dir schon immer gewünscht hast, volle Erfüllung und ohne diese ständige Angst, Frustration, ja, dieser innere Saboteur, was dich daran hindert. Denn das ist jetzt wirklich die Zeit für dich, also sichtbar zu werden und dich in deine wahre Schönheit, in deine Präsenz zu zeigen. Wie wäre das? Ja, deine Träume wirklich Wirklichkeit werden zu lassen. Bist du bereit dazu, deinen Weg mit mir zu gehen? Ich freue mich auf dich. Bis bald.